so, dass die Worte Freier Publizisten, Autor durch etwas durchhaltlich ein armseliger Kleinverleger, der seine Ware auf den Mann bringen möchte. Deswegen ist es jetzt heute, wie auch gestern, keine Diskussionsveranstaltung, sondern eine Verkaufsveranstaltung. Und ich werde nicht eher aufhören zu reden, bis der ganze Büchertisch da ausverkauft ist. Es gibt bis zu 30% Rabatt auf den Ladenpreis. Und es ist ja erst 19:30, also ich hoffe, dass ihr bis 11 Uhr, 12 Uhr, dann mich auch von der Last befreit habt, den ganzen Kladderadatsch wieder nach Freiburg zurücktransportieren zu müssen. In diesem Sinne und nur in diesem Sinne will ich jetzt die nachfolgenden Ausführungen auch verstehen. Es ist angedeutet worden, ich werde nicht intensiv auf diesen Vorfall mit der Gaza-Flottille eingehen, am Anfang noch ein kleines Stückchen vielleicht dazu, aber erstmal ist es klar, der wirkliche Müll besteht an einer legitimen Frankreich-Kritik und vor allem an einer legitimen Marokko-Kritik. Jeder weiß, wie Marokko vor über 30 Jahren das sahauische Volk unser Recht auf Selbstbestimmung gebracht hat, durch planmäßige Verschleppung von Wahlen, durch planmäßige Siedlerbewegung und Ähnliches. Dazu hört man also eigentlich nichts. Es gibt in Deutschland ein einziges Solidaritätskomitee für das sahauische Volk mit Sitz beim Friedensratschlag in Kassel. Und die werden eben schwer angefeindet, weil sie wirklich es skandalisieren wollen, wenn Araber unterdrücken. Das nur dazu. Das andere ist, dass man eben in Sachen der Linken noch nicht einmal in der Erwartung des Schlimmsten halbwegs kalkulieren kann. Diese Leute sind unberechenbar. Man weiß nicht, was sie als nächstes tun werden. Und sie denunzieren und widerlegen die einfachsten deutschen Sprichwortweisheiten, an die man sich eigentlich gewöhnt hat. Also eines der schönsten deutschen Sprichworte von Johann Gottfried Säume von 1804 war ja, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder. Gut, es gab schon ab und zu mal so den Verdacht, dass das vielleicht nicht ganz so stimmen könnte, aber jetzt ist dieser Verdacht grausig die Gewissheit geworden, weil sich auf der Seite der linken Zeitung ein Rap für Palästina befindet. Zum Glück kann ich nicht singen. Zum Glück war es auch nicht möglich, die MP3-Datei aufzufinden und das vorzuspielen. Deswegen werde ich mal ganz nüchtern hier mal einige Zeilen vortragen. Palästina, wir geben dir ein Versprechen. Wir werden die tödliche Blockade durchbrechen. Wir sind Muslime, Christen, Juden, Atheisten und rufen zusammen laut, stopp die Zionisten. Wir werden eine Bewegung aufbauen. Du kannst auf unsere weltweite Solidarität vertrauen. Und weiter. Viele von uns rufen Allah oder Gott zum Gruß. Also muss man auch mal sagen, es heißt nicht Allah, sondern Allah. Das ist die korrekte Aussprache. Da merkt man schon das arische Befehlstönerisch dabei. Viele von uns rufen Allah oder Gott zum Gruß. Andere rufen Freiheit, Liebe oder Sozialismus. Die Sehnsucht nach Freiheit bringt uns zusammen in allen Ländern. Gemeinsam können wir die Welt verändern. Und jetzt am Schluss eine ganz furchtbare Drohung. Wir versprechen, wir kommen immer wieder. Unsere Schiffe und Laster bringen Ladung und noch mehr Lieder. Also damit ist der tiefstmögliche Abgrund des Aufklärungsverrates auch ein deutsches Sprichwort erreicht. Und man kann jetzt viel über die Frage diskutieren, wer hier eigentlich antideutsch ist. Man kann den Verdacht auch mal äußern, die Antideutschen sind diese Leute, die noch die deutschen Sprichwörter um ihren letzten Wahrheitscharakter bringen. Nun gut, aber man weiß ja auch, das ist ja das Motiv dieser ganzen Singerei, die von links bis rechts verbreitet wird. Man weiß ja, und ich habe es gestern versucht, ein bisschen ein Beispiel der Protokolle der Weisen von Zion auszubreiten, dass im Zentrum dieser Israel-Kritik, also eine Anmerkung dazu, das von Felix hier lange gesprochen, die wird ja hier so als Menschenrechtsanwältin verkauft. In Wirklichkeit war sie bis 1970 Mitglied im Zentralkomitee der stalinistischen israelischen KP. Sie ist eine Stalinistin reinsten Alters gewesen und hat auch die stalinistische Israel-Kritik immer auf Israel vertreten, bis ihr dann da der Boden zu heiß wurde. Dass eben neben vielen anderen Motiven, die hier im Zentrum stehen, dieses Hasses auf Israel auf jeden Fall im Zentrum steht, dass der Antizionist, sei er nun Marxist-Islamist oder Gleichfaschist, immer planmäßig eine Spaltung im Staat vornimmt. Er unterscheidet zwischen guten Staaten und schlechten Staaten, Staaten, die ihrem Begriff gerecht werden, Staaten also, die Staaten des ganzen Volkes sind, Staaten der Volkssouveränität, Staaten also, in denen die große Familie der Werktätigen vom Staat väterlich bewacht und organisiert wird. Und um dieses Staatsideal so richtig aufzublasen, braucht man, wie dann, wenn man das Kapital verherrlichen will, einen Antistaat, einen Antifa,
Volk, das einen Antistaat gründet und eine Antiproduktion, nämlich eine parasitäre Produktion betreibt. Und ich möchte eigentlich nur den einen Gedanken heute Abend eben ein bisschen illustrieren, was nämlich zu einer antisemitischen Kapitalkritik, die, wie schon öfter die Tage gesagt, jetzt hier zwischen produktivem und parasitärem Kapital unterscheidet, eine genauso antisemitische Staatskritik gehört, die zwischen dem organischen Staat des ganzen Volkes einerseits und dem mechanischen, künstlichen Staat andererseits unterscheidet. Das ist gerade in Deutschland eine alte Tradition, schon die grauenhafte Fichte hat in seinen grauenhaften Reden gegen die französische Aufklärung immer gesagt, der deutsche Staat würde sich von der Mechanei der Ausländer dadurch unterscheiden, dass ein organischer Staat ist, der aus dem Boden wächst. Das steht am Anfang der deutschen Staatsvergottung als Reaktion auf die napoleonischen Aufklärungsfeldzüge. Da wird ausdrücklich gesagt, ein Staat, der glaubt, er könne den Staatswillen einfach nur durch das mechanische Auszählen von Stimmen, von Mehrheit und Minderheit, von 51% zu 59% ermitteln, das sei nur ein mechanischer Staat und eben kein Staat, der so aus dem Boden wächst wie die Rübe aus dem Acker. Und das ist ein Grundmotiv dieser deutschen Staatslehre gewesen von Anfang an. Ich spare mich jetzt lange über den Thron- und Altarmüller zu sprechen und die anderen konservativen Staatslehrer. Ich fasse mir auch über Hegel zu sprechen. Jedenfalls ist das eine Tradition deutscher Staatslehre, die unmittelbar auch zur Vorgeschichte des Nazifaschismus gehört. Und im Nazifaschismus wird das dann eben insofern auch radikalisiert, dass wie noch zu zeigen sein wird, der faschistische Antisemitismus, insofern er sich ökonomischer Motive oder Legitimationen bedient, nicht sein kann ohne den Antizionismus, der die eher politischen und staatlichen Motive dieses Judenhasses ausarbeitet. Es ist also klar, wenn er jetzt hier in der Jungen Welt, der Rainer Rupp schreibt, vom Schurkenstaat Israel schreibt, wo weder Völkerrecht noch andere Gesetze der zivilisierten Welt Geltung haben. Man denkt eigentlich, ein Ort, wo weder Völkerrecht noch andere Gesetze der zivilisierten Welt Geltung haben, sei ein deutsches Fußballstadion oder eine deutsche Sportschau oder nein, ist der Schurkenstaat Israel. Es ist auch klar, dass diese Polemik dazu dient, den wirklichen, wahren, völkischen Staatsgedanken stark zu machen. Denn hier ist es eben so, ich zitiere, ebenso wie der US-Kongress sind auch die meisten europäischen Parlamente und zu den von den Zionisten besetzten Territorien zu zählen. Also der Bundestag ist an sich ein exterritoriales Gebiet des Zionistenstaates und uns entsprechend werden wir auch behandelt. Und wenn hier nun der Marxismus-Islamismus in der jungen Welt sich derart äußert, kann eben auch Holger Apfel von der NPD nicht zurückstehen, der ja im Sächsischen Landtag gelegentlich der Gaza-Flottille erklärt hat, Beziehungen zum Schurkenstaat Israel abbrechen. Sie sprechen dieselbe Sprache, weil sie dieselben Gedanken denken und das, was sie dann an rechten und linken Spezialzeug hinzufügen, ist weniger einer wirklichen Differenz verdankt, sondern einfach der individuellen Hascherei nach Geschmacksmarkierungen, die eben das Produkt des einen Lügenhändlers von dem Produkt des anderen Lügenhändlers unverwechselbar unterscheiden. Gemeint ist immer eines, wie hier auf einer NPD-Demo in Dresden zu sehen war, gestern Dresden, heute Gaza. Daraus folgt eben automatisch, wir, die Deutschen, wir sind die Palästinenser der Juden und wie das dann im Einzelnen funktioniert, möchte ich in einer Art kleinen Rezension einer Schrift euch zeigen, die herausgegeben worden ist von dem wirklich grandiosen Jürgen Elsässer. Ihr erinnert euch, Jürgen Elsässer ist dieser manische Geltungssüchtige mit dem Herrenbluttäschchen, der lange auch auf antideutschen Kongressen herumlief, der nun also seine famose Volksinitiative gegründet hat, die nächste Woche in Berlin so ein richtiges Querfrontmagazin vorstellen wird und auch der Herausgeber der Jungen Freiheit mit am Podium sitzen würde, Herausgeber der Islamischen Zeitung, die Einführung des Scharia-Rechts fordert, weil nur mit der Hilfe des Scharia-Rechts kann die Zinsknechtschaft wirklich gebrochen werden. Nicht? Und dieser Jürgen Elsässer gibt eben eine kleine Broschürenreihe heraus, die heißt Kompakt, wo jeden Monat zum Preis von 57 und 120 Büchern erscheint. Und da erschien ein Buch, von dem ich denke, dass dessen genaue Rezension eigentlich schon ausreichen müsste zum Abgewöhnen
eventuell noch süchtiger Konsumenten. Das Buch heißt Israel, ein Kolonialsieglerstaat in der Sackgasse. Herausgegeben von Jürgen Elsässer, geschrieben von Dieter Elken und Mega Hochschild. Das sind so ein paar verkreiste Trotzkisten der SAV-Fraktion. In diesem Buch und Ähnlichem sieht man, dass das Bescheidwissen der entschiedenste Feind der Aufklärung ist. Daran hat man sich allerdings gewöhnen müssen, mit langem. Man könnte diesen traurigen Sachverhalt auch das Adornosche Gesetz nennen. Denn mit der Masse akademisch gedrillter Experten, die die Öffentlichkeit notorisch als den Markt ihrer Meinungen missverstehen müssen, nimmt die Chance ab, sich darauf noch einen Reim machen zu können. Und genau umgekehrt zum Output ihrer Informationen sinkt jede Hoffnung auf ihren Begriff. Der ideologisch-industrielle Komplex, eben das zum System geronnene Verhängnis aus Meinung, Wahn, Gesellschaft, hat das Bescheidwissen zur Philosophie aufgenordet. Und worüber wüsste diese Philosophie, das heißt die losgelassene Spötenkriegerei, seit jeher, Entschuldigung, also Spötenkriegerei ist euch geläufig? Es ist, tut mir leid, das ist so ein norddeutscher Begriff, ne? Spötenkriegerei, ein Wort, das auch sehr schön kriegt, meint Geisterseherei. Also der Wunsch, um jeden Preis hinter die Kulissen zu gucken, das eigentlich zu erblicken, sich vom Schein nicht täuschen zu lassen. Und diese Philosophie also, dieser Komplex aus Meinung, Wahn, Gesellschaft ist eine losgelassene Spötenkickerei, die völlig klar ist, dass sie seit jeher besser Bescheid weiß, über alles Bescheid weiß und vor allem über die Juden und über Israel ihren verzweifelten Notwehrversuch. So ergibt sich in Sachen Israel eine besonders innige Intimität zwischen den Experten und ihrem Publikum. Das, insbesondere in Deutschland, schließlich selbst nur aus Experten besteht. Das Publikum giert nach Fakten, 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 die das beweisen, was man sowieso schon weiß. Und die Experten überbieten sich darin, diesen Unfug zum Trademark ihrer je hybriden Sinnstiftung zu veredeln. Die Literatur, die daraus folgt, ist zwar so öde und so langweilig wie noch jede andere Konterrevolution, aber das macht gar nichts, denn das Bescheidwissen ist längst zur Sucht geworden und giert endlos weiter. Daher ist es einerseits völlig überflüssig, dass Jürgen Elsässer mit der Broschüre Israel, ein Kolonialsiedlungsstaat in der Sackgasse, unentwegt weiter für diesen Markt produziert. Aber andererseits haben die Leute natürlich längst vergessen, dass ihnen vor 70 Jahren ein gewisser Heinz Gracht 1938 im Theodor Fritsch Verlag mit der Broschüre Al-Juda als Kriegstreiber schon erklärt hatte. Vielmehr, sie haben es nicht vergessen, sondern sie wollen es immer wieder aufs Neue hören, denn die Zeit vergeht, aber die Sucht des Bescheidwissens besteht. 1938 hatte man ihnen zum Beispiel erklärt, Zitat, dass das Judentum nicht etwa einen Staat im Staate, sondern einen Staat über dem Staate darstellt. Das heißt eben eine Weltverschwörung. Man hatte das Publikum überdies ultimativ davon in Kenntnis gesetzt, wo diese Verschwörung ihr Zentrum hat, an der Wall Street. Und schließlich hatte man es darüber benachrichtigt, was diese, Zitat, antideutsche Hetzklicke wirklich im Schilde führt. Nämlich, Zitat, die globale Macht des jüdischen Imperialismus. Also gerade, dass in der Naziliteratur von den Juden sehr, sehr oft einer antideutschen Clique die Rede ist, müsste einen mal zu einem Forschungsprogramm verleiten, in dem man den wahren Gründen dieses Vorwurfs, man sei antideutscher und umgekehrter Rassist, einmal nachspürt. Das ist ein großes Thema, der Rassismus gegen Deutsche. Dieses Thema hat in den 20er Jahren bereits eine unendliche Literatur hervorgebracht. Man denke nur an solche unsterblichen Buchtitel wie das Buch Grundlagen und Ursachen des deutschen Hasses eines berühmten Soziologen Max Scheler. Das ist eine sehr umfassende Literatur, als man weiß es immer schon, wer die antideutsche Hetzklicke eigentlich ist. Das Publikum wusste schon 1938 Bescheid und es stürzte sich sodann unter sachkundiger Anleitung eines ausgewiesenen Führungsexperten in den nach Lage der Dinge gebotenen Notwehrexzess. Das ging in letzter Instanz irgendwie schief. Zwar, der Verbrecher, so sagt Hegel, will die Strafe. Aber die Anerkennung dafür war in den Nürnberger Prozessen nach Lage der Dinge
leider auf die sogenannten Hauptkriegsverbrecher beschränkt worden. Der Rest des Publikums ging leer aus, wurde um die Strafe regelrecht geprellt, musste weitermachen, das heißt weitere Nachfrage entwickeln oder ansonsten Martin Walser lesen von wegen Auschwitz als Moralkeule und so weiter. Das war, das ist unbefriedigend. Und eben darauf spekulieren das Elsässer Chamäleon und seine famose linksvölkische Initiative, die, das darf man wohl sagen, aus derselben unbefriedigten und nun schon manischen Geltungssucht sich speist, die auch das Publikum umtreibt. Im Publikum weiß man alles, man ist aber nichts. Das nervt. So werben die Autoren der Elsässer Broschüre einerseits nach bestem Wissen und nun ja Gewissen die Behauptung von 1938 auf. Sie stellen die enorm kritische Frage danach, ob nun Israel wirklich der, Zitat, Staat aller Staatsbürger ist oder nur, Zitat, der Staat einer Nation. Das Argument kommt einerseits ziemlich gut. Denn dass das Volk der Souverän sein soll, das gehört sich eigentlich und von Rechts wegen eben genauso. Aber das wusste der Staatlichkeitswahn ja schon je, dass der Staat wesentlich ist eine therapeutische Anstalt. Von Leuten, die einfach nicht anders können, als sich zum Volk zu rotten. Also werden die Autoren der Elsässer Broschüre lyrisch. Da sie wissen, dass der Mensch eine Pflanze ist, muss er vor allem eins fürchten, die Wurzelung. Dass man ihn eben so aus Blut und Boden herauszieht, wie eine Dutzendrübe. Die Palästinenser sind sodann, Zitat, Ureinwohner, deren Familien seit Jahrhunderten in Palästina verwurzelt sind. Sie sind die Ostpreußen, die Schlesier, die Sudeten unserer Zeit. Soweit auch so gut. Aber, und obwohl man das immer wieder sagen muss, das wusste das Publikum längst schon, dass die Juden eine abstrakte, abgehobene und überhaupt wurzellose Macht darstellen, dass also ihr Zionismus in Wahrheit darauf zielt, so die Elsässer Broschüre, einen nach innen und außen aggressiven, rassistischen und undemokratischen Staat zu begründen, der nichts anderes bezweckt als eben, Zitat, Vernichtung von Völkern. Das heißt eben einen regelrechten Nazifaschismus, der, wie einmal der Sozialdemokrat Kurt Schumacher treffend bemerkte, das Antideutscheste schlechthin ist. Nicht schlecht und schön und gut, aber auch das wusste man alles schon. Denn dass sie, Zitat, Zionisten bestrebt sind, das Empfinden der Menschen für gut und böse, für Recht und Unrecht, für moralisch und unmoralisch zu zerstören, das hatten schon vor 10 Jahren andere Experten, hier von Karam Keller, einem arabischen Anti-Impf aus Hamburg, Bescheid gestoßen und auch, dass der Zionismus Antisemitismus ist. Die ältesten Autoren wissen nicht mehr ein und nicht mehr aus, wie sie noch ihr ganz persönliches und individuell einzigartiges Besonderes zum ideologisch-industriellen Komplex beitragen sollen. Denn alles ist schon gesagt und muss zwar endlos repetiert werden, aber das Sahnehäubchen, das muss doch sein und unter Experten und Intellektuellen. Woher aber eine Idee nehmen, wie die Nachfrage des Publikums befriedigen? Und so schreibt sie Seite 47, Zitat, selbst die Archäologie wird heute von den Zionisten missbraucht, um Palästinenser aus ihren Häusern und Wohnvierteln zu verdrängen. So besetzte die Siedlerorganisation Elat, die in vergangenen Jahren ein Dutzend Grünflächen in Sylvan, einem Wohnviertel in der arischen Jerusalemer Altstadt. Das ist nun wirklich eine neue Nachricht. Die Juden kommen nicht mehr allein wie gewohnt aus den unendlichen Weiten ihrer abstrakten Abgehobenheit und Allmacht und Alljuda von oben herab nieder, um die Völker zu entwurzeln. Nein, sie kommen auch von unten und wühlen und graben sich durch und kastrieren die Potenz und den Saft des Lebens an der Wurzel. Sie führen einen Zweifrontenkrieg gegen die, so heißt es hier, Gemeinschaft der Völker. Das ist originell. Es ist tatsächlich eine ganz neue Ware auf dem Markt der Meinungen. Ein Produkt, das allerdings nur sein kann, so loben die Autoren sich selber, das Produkt einer differenzierten Entschlüsselung historischer Prozesse durch eine tiefergehende historische Analyse. Also wahrscheinlich das Schweiß-Fleiß-Resultat eines Dissertationsstipendiums der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter der Supervision von Norman Pech
und anderen Volksgemeinschaftsrechten. Das ist schon allerhand. Aber das ist noch längst nicht der ganze Erkenntnisgewinn. Denn Seite 47 heißt es tatsächlich, dass die Juden von unten die barische Altstadt von Jerusalem an der Wurzel ausrotten und untergraben. Und das kann in Anbetracht der fulminanten Deutschkenntnisse gerade Jürgen Elsässers kein Druckfehler mehr sein, kein Versagen des Lektorats, das Arabisch schreiben wollte und Arabisch gedruckt hatte. Das ist eine freudsche Druckfehlerleistung. Das heißt, die allseits für Wahrheit gehaltene Lüge, die deutsche Ideologie, die zur Öffentlichkeit und zum Markte drängt. Wir, die Deutschen, sind in Wahrheit die Palästinenser, die Juden. Und damit könnte eigentlich das, was ich eigentlich zu sagen habe, auch schon zu Ende sein. Aber wahrscheinlich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis noch nicht so richtig erfüllt. Darum mache ich, wenn kein Widerspruch kommt, ein bisschen weiter und möchte eben zeigen, dass der Antizionismus, das hat ja schon mal vor Jahren der polnische Philosoph Leszek Kolakowski sehr gut ausgedrückt, als er sagte, jeder Versuch, mit einem Antisemiten zu diskutieren, gleich dem Versuch, einem Tier das Sprechen beizubringen. Also gut, singen kann das Tier ja schon, ne? Aber Sprechen beibringen ist doch sehr schwierig geworden und dass eben der Antisemitismus und Zionismus natürlich vorzugsweise seine Lügen versucht, zur Ideologie zu adeln, indem eben Symbole geschaffen werden. Metaphern wie die Rede vom Entwurzeln und eben Symbole, die meistens mit dem historischen, angeblich historischen Umriss des Staates Palästina spielen. Das hier ist ein willkürliches Beispiel. Vor einigen Jahren der Zeitschrift Informationsprojekt Nahe und Mittlerer Osten erschienen. Jeder weiß, wenn er von Palästina denkt, wie wenn er von Frankreich denkt, das Hexagon, das Sechseck. Das historische umgrenzte Territorium Frankreichs ähnelt einem Sechseck und weiß, das ist ein Staat und Palästina hat eben irgendwie diesen Umriss. Und an dieser Konstruktion kann man schön sehen, wie der Antizionismus von der Lüge zur Ideologie übergeht, indem er nämlich sich einer gewissen Bildsprache bedient. Das erste ist ganz einfach. Das erste Bild soll zeigen das Jahr 1900 und das letzte Bild soll zeigen das Jahr 2000. Betrachten wir zuerst natürlich die Farbgebung. 1900 ist alles grün. Also die Rüben blühen und wuchern, alles schießt aus der Grube, ein bäuerisches Volk ist an der Arbeit und jeder hat, was er braucht. Und dann kommt nach und nach, 1937, kommt hier ein tödliches, bleiernes Grau ins Spiel, ein Saat senkt sich über die Rübe und immer weiter wird es grau und grau. 1967 schließlich ist ganz Palästina von den Todesboten des Zionismus restlos kolonisiert. Aber nun 2000, in der ersten Intifada, ich gebe es gleich mal rum zum Angucken, da kann ich ja schlecht sehen, in der ersten Intifada, da blüht schon wieder hier, da und dort ein kleines Pflänzchen der Hoffnung, wird wieder grün. Insoweit folgt dieses Bild natürlich der klassischen antisemitischen Sprache und Farbgebung, Leben gegen Tod, Potenz gegen Sterilität, das ist alles bekannt. Aber woher kommt es eigentlich, dass wir auch als Kritiker oft einfach unwillkürlich einfach hinnehmen, dass uns dieser historische Umriss des Landes Palästina hier einfach für das Jahr 1900 gezeigt wird. Haben wir das auch schon so verinnerlicht? Im Jahre 1900 gab es diese Entität, die umgrenzt war. In keiner Weise. Im Jahre 1900 war Palästina eine Landschaft, die zum Osmanischen Reich gehörte, eine Landschaft, die von Damaskus aus Südsyrien verwaltet wurde. Dazu gehörte die Westbank, das heutige Jordanien und Teile Syriens und Teile eben des Libanon. Und die Palästinenser waren nichts anderes als Araber, die in der historischen Landschaft Palästina so lebten, wie eben gewisse Bayern es vorziehen, in Oberammergau zu leben. Es war also in keiner Weise eine irgendwie umgrenzte Identität, die ein Grenzregime gehabt hätte, das eine eigene Staatlichkeit irgendwie verkörpert hätte. Aber genau das soll eben mit der historischen Bildsprache suggeriert werden, dass hier eine ursprüngliche, ganzheitliche, grüne Einheit nach und nach vergewaltigt worden ist. Ein weiterer Trick
fällt dann eben auch nicht mehr auf. Also wenn schon müsste man sagen, dass ja nach der Balfour Declaration die ursprünglich den Juden gesprochene öffentlich-rechtliche Hauptstadt bestehen sollte aus dem heutigen Israel, aus der Westbank und aus dem heutigen Jordanien, das damals Transjordanien hieß. Das ist ja das den Juden gesprochene öffentlich-rechtliche Heimstätte. Aber was macht der perfide, miese britische Imperialismus im Jahre 1922? Er spaltet den rechten Kampf der arabischen Völker und installiert einfach in Amman die dort bis heute herrschende Haschemiten-Dynastie, ein Feudalklan allererster Güte, gegen den noch kein besonderer Protest der arabischen Völker laut geworden ist. Und was machen die Zionisten? Um des lieben Friedens willen, um endlich Ruhe zu haben, verzichten sie sang- und klanglos auf zwei Drittel des ihnen von den Briten ursprünglich versprochenen Staatsgebietes. Aber all das soll eben vergessen gemacht werden, indem man diesen Umriss als ein Symbol in Umlauf bringt. Ich kann es mal rumreichen, dass das der eine oder andere mal angucken möchte. Und solche Illustrationen finden sich halt in den einschlägigen Büchern und Veröffentlichungen zu Hause. Also was nun dieser antizionistische Projektion und Ideologiebildung eigentlich beinhaltet und eigentlich bezweckt, ist einfach, könnte man sagen, ungeschehen machen des Faschismus im Sinne, ungeschehen machen der Opfer und der Toten, die dieser deutsche Staatsversuch 1933 gefordert hat. Und dazu möchte ich jetzt im Folgenden einige geschichtsphilosophische und nochmal einige staatstheoretische Anmerkungen machen. Das Merkwürdige ist ja, dass Antisemitismus nicht mehr so sehr ein politisches Programm ist einer bestimmten identifizierbaren Gruppe, sondern dass es irgendwie in der Luft liegt. Es liegt was in der Luft. Dieses Lied stimmt dafür ganz genau. Und dass sich die Linken und die Rechten, aber auch die Möllemann-Mitte immer genau der gleichen Vokabeln bedient in Sachen Völkerrecht und Menschenrecht. Woher kommt das eigentlich, dass er kein Programm mehr ist einer identifizierbaren politischen Strömung, sondern Allgemeingut ist? Und das liegt meines Erachtens irgendwie darin, dass irgendwann zwischen der Wannsee-Konferenz und der Gründung Israels der Hass auf die Juden jede Geschichte verloren hat. Danach gibt es eigentlich keine Antisemiten mehr, weil alle es sind. Der Antisemitismus wird zum logischen und historischen a priori, zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins der Deutschen. Denn als außer Johann Georg Elser kein einziges proletarisches Subjekt zur Verteidigung der Juden in Waffen sich erhob, als noch die Idee der kommunistischen Internationale, also die Weltrevolution für die Staaten- und klassenlose Weltgesellschaft, ausgestrichen und durch Stalins internationalen Patriotismus ersetzt wurde, da hatte sich die kapitalisierte Gesellschaft mit sich selbst zur zwar vollendet negativen, aber doch fugenlosen Identität vermittelt. Das heißt, sie hatte sich historisch ausgemittelt und sie hatte darin jedwede Idee eines Fortschritts der Menschheit im Bewusstsein der Freiheit definitiv von sich gewiesen. Der Sinn der Geschichte selbst wurde liquidiert. Danach ist jedwede List der Vernunft, ob nun mit Hegel oder Marx buchstabiert, ist jede List der Vernunft, deren emanzipative Logik aus der bewusstlosen Wechselwirkung ihrer selbst unbewussten Subjekte folgen sollte, nichts als Projektion, macht sich, so Adorno, der Kardinalsünde schuldig, Sinn dort zu infiltrieren, der nicht existent ist. Und noch die marxistoide Gebetsmühle vom Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital beweist, dass Adornos Frage, ob es denn Geschichtsphilosophie ohne Idealismus geben könne, strikt verneint werden muss. Die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, deren Schwung aus der Dialektik von Bourgeois und Citoyen sich ergab, einer Dialektik, der Marx in jugendlichem Leichtsinn das Ziel der freien Assoziation andichtete, hatte sich in Deutschland in der Gestalt des Soldaten zusammengefasst, dessen Opferbereitschaft nur durch seinen Mordwillen noch überboten wurde. Seitdem schwebt diese, wenn auch vollendet negative Versöhnung der Kapitalgesellschaft mit sich selbst als Drohung, als negative Utopie
und gewissermaßen als Horizont über jeder jetzt noch möglichen Geschichte der Menschheit. Nur das Wunder der zionistischen Revolution ist ungleichzeitig und steht quer. Eine Insel der Aufklärung in einem Ozean des Widersinns. Eben dafür hat Israel als das schlechte Gewissen wie als der Vorschein einer befreiten Menschheit zu büßen. Was die Deutschen ihr Menschenmöglichstes taten, um die Nicht-Identität des Kapitals, die Gestalt der Juden, nicht nur physisch auszurotten, sondern vielmehr das in die Juden hineinprojizierte und halluzinierte Geheimnis eines tausendjährigen Reiches ewig krisenfrei gelingender Akkumulation durch Raubmord sich anzueignen, und dass es ihnen trotzdem nicht gelang, sich ins exklusive Eigentum dieser negativen Utopie einzusetzen, eben das stiftet diesen gegen jede Erfahrung abgedichteten Hass auf die Juden und auf ihren unwahrscheinlichen Staat, auf Israel. Dass der Führer sich morden musste und nicht gehängt wurde, wie es sich geschichtlich gehört hätte, gerade das hat die deutsche Zukunft freigesetzt. Was immer sich seitdem auch ereignet hat, spiegelt den prinzipiellen Stillstand der Geschichte. Eine Geschichte, in der ungeheuer viel passiert, aber sich nichts Substanzielles ereignet, den Bang und die Angstlust der erpressten Versöhnung. Und eben deshalb findet der Hass auf die Juden, egal ob nun antisemitisch oder antizionistisch herausgebrüllt, keine neuen Worte mehr, sondern gehorcht einem manischen Wiederholungszwang, dessen Vokabular in den Werken Adolf Hitlers gesammelt vorliegt. Es ist eben sein politisches Testament vom 29. April 1945, das seitdem abgearbeitet wird. Sein letzter Wille, dem Zitat, dem internationalen Judentum und seinen Helfern den totalen Krieg zu erklären und dafür immer wieder aufs Neue im deutschen Staat und mit den Mitteln des Grundgesetzes die so klassenübergreifende wie die Klassen in sich aufhebende Volksgemeinschaft zu verschweißen. Das heißt eben, das Mordkollektiv, das in erlogener Notwehr dagegen sich erheben soll, das, wie Hitler sagt, und wie es Attac kaum hätte besser sagen können, das so Hitler, die Völker Europas wieder nur als Aktienpakete der internationalen Geld- und Finanzverschwörer angesehen werden. Dieser Hass auf die Juden, der sich antikapitalistisch aufführt, aber doch nur auf die Aufhebung des Kapitalsverhältnisses in die unvermittelt erste Natur provoziert, diese schon vegetative Aversion gegen das Geld und gegen den schnöden Mammon, bei der man unmöglich noch wissen kann, ob hier der Deutsche Gewerkschaftsbund oder die Deutsche Arbeitsfront oder gleich der Dr. Goebbels spricht, das Geld muss wieder der Wirtschaft dienen, und die Wirtschaft wieder dem Volke. Hier war es der Goebbels. Dieser Hass, den man gemeinhin ökonomisch in Phrasen wie Brechung der Zinsknechtschaft kostümiert, als den Antisemitismus bezeichnet, muss, wie schon angedeutet, sein auch politisches Gesicht herauskehren, seinen Plan einer definitiv kapitalen Souveränität. Die antisemitische Kritik der Ökonomie erfordert und impliziert die antizionistische Kritik der Politik. Das eine kann ohne das andere unmöglich aushalten. Und wie sich die negative Utopie, die Verwandlung von Ausbeutung und Akkumulation aus einem gesellschaftlichen, historischen Verhältnis in die erste und fraglose Natur der Volksgemeinschaft, im Antisemitismus ausspricht, so die barbarische Hoffnung auf die Verwandlung von Herrschaft und Souveränität in einen organischen Staat des gesamten Volkes als Antizionismus. Eben darin besteht das authentische Programm des Nazifaschismus, dass Hitler von Anfang an nur insofern Antisemit sein konnte, indem er unmittelbar und zugleich als Antizionist auftrat. Als Hitler am 13. August 1920 im Hofbräuhaus in München seine erste dokumentierte Rede gegen die Juden hielt, das Motto immerhin war eine Frage, die auch heute noch gestellt werden muss, es kommt die Betonung an, wie kannst du als Sozialist nicht Antisemit sein? Das war das Motto dieser Rede. Da sprach er im gleichen Atemzug gegen jedwedes
Staatlichkeit der Juden in Palästina. Diese Rede hat als Dokument 20 Druckseiten und es ist so, dass auf den ersten 10 Seiten dieser Rede das klassische Motiv entwickelt, die Juden könnten nicht arbeiten, sondern nur durch Rauch aneignen. Und die nächsten 10 Seiten spricht er über die Frage, was wollen die Juden eigentlich mit diesem Staatsversuch in Palästina? Was soll dieser zionistische Staat? Wie kann ein Volk, das nicht arbeiten kann, also auch keinen ordentlichen Staat aufziehen kann, was wollen die mit diesem Staatsprojekt? Und ich kann gerne, wenn es sein muss, nachher noch aus dieser Hitlerrede, die sowohl historisch wie auch logisch zeigt, dass der Antisemitismus Antizionismus sein muss, noch einiges zitieren. Ich denke aber, es ist kein Zufall, dass die Marxisten, Islamisten und andere Verrückte, wenn sie diese Differenzierungskünste inszenieren, dass der Antisemitismus auf gar keinen Fall Antizionismus sei, niemals diese Geschichte des deutschen Antizionismus, von der die Rede sein will, eben mit Hitler, mit der Rede beginnt, auch nur jemals reflektieren. Und überhaupt beobachteten die Nazis überaus genau die politischen Gehversuche des Jeschuf. Und als dann 1938 bis 1944 mehrere Auflagen der gesammelten Palästina-Kommentare Alfred Rosenbergs aus dem Völkischen Beobachter unter dem eben nur auf den ersten Blick befremdlichen Titel Der staatsfeindliche Zionismus im NSDAP-Verlag erschienen, da war eben klar, die überaus nachhaltige Spaltung am Kapital, die die Nazis vollzogen, genau der Spaltung der Herrschaft, die den mechanischen Staat und den organischen Staat bedurfte. Ich denke also, dass die These, die ich eigentlich nur heute Abend zu sagen habe, man muss erklären, wie ein Nazi auf die Idee kommt, eine Broschüre mit dem Titel Der staatsfeindliche Zionismus zu schreiben. Wenn man das erklären kann, hat man diese politische Darreichungsform und diese politische Variante des Antisemitismus begriffen. Und konsequent heißt es dann auch, in Hitlers unveröffentlichten sogenannten zweiten Buch, 1928, Zitat, das jüdische Volk kann mangels eigener produktiver Fähigkeiten einen Staatsaufbau räumlich empfundener Art nicht durchführen. Und so war erst im Antizionismus der Antisemitismus komplett. Und eben derselbe deutsche Souverän, der an der Rampe von Auschwitz zur integralen Praxis, die zum ganzheitlichen Bewusstsein seiner selbst kam, wurde vor El Alamein glücklich zum Stehen gebracht. Weder ist daher der Antizionismus bloß ein Import aus den unendlich maroden Weiten des Marxismus-Leninismus, noch lässt sich in Deutschland irgendwie zwischen Antizionismus und der sogenannten legitimen Israel-Kritik unterscheiden. Ob vor über 30 Jahren eine von der DKP importierte KPDSU-Broschüre mit dem Titel Zionismus, Lüge von A bis Z erklärte, Zitat, die Gründung eines Judenstaates war den zionistischen Führern nur ein Mittel zur größtmöglichen Bereicherung ihrer Macht und ihres Paches, ihren Wohlergehens willen. Ob die junge Welt von gestern und übermorgen Israel als ein Staatswesen denunziert, das sich nicht auf die Gesamtheit seiner Bürger, sondern auf das jüdische Volk, wo immer es sich bezieht, also als Staatsungetüm und als Staatsunwesen schlechthin, oder ob die obskure Gruppe Arbeitermacht, das ist die Liga für die 5., 6. und 7. Internationale, das ist so ein Trotzkistenverein, ob diese Liga für die Arbeitermacht den Zionismus als das Hindernis auf dem Weg zur Befreiung erklärt, ob nun so oder so, jedenfalls harmoniert diese kommunismusvergessene Propaganda von links so innig mit der Agitation von rechts, dass man darüber fast zum Parteigänger des Liberalismus und seiner totalitarismus-theoretischen Projektionen werden könnte. Denn auch die Rechten haben ihre Zionismus-Experten, von denen oft nicht so sehr die Rede ist. In Tübingen gibt es den neofaschistischen Krabat-Verlag, der gemeinsam mit dem Hohen Rhein-Verlag die antizionistischen Schriften eines gewissen Klaus Nordbruch veröffentlicht. Es sind auch schon wieder mehrere Bücher geworden. Und die Bücher heißen so etwa
Judenfragen selbstverständlich zur Problematik oder auch Zionismus Staatsfeind der Welt. Also der Jargon ist immer der gleiche. Man könnte also wirklich auf die Idee kommen, dass der Liberalismus mit seiner Totalitarismus-Theorie recht hat. Wenn eben dann Grabert auch schreibt, Zitat, Philosemitismus und die uneingeschränkte Solidarität mit Israel gehören zum bundesdeutschen Staatsversorgung. Die extremste Form des Philosemitismus ist der öffentlich verbreitete Hass auf das eigene Volk. Auch hier kann man wieder studieren, was für eine Genealogie der Vorwurf antideutsch zu sein also hat. Gleich Braun also, zumindest in Sachen Israel. Ich könnte euch jetzt hier weiter mit entsprechenden Zitaten bombardieren, das tue ich nicht. Aber es ist ganz klar, dass hier der Staatlichkeitswahn so richtig an der Arbeit ist, wenn eben in der jungen Welt die Rede davon ist, Israel sei ein Staat, der auf Terror begründet ist, ist klar. Israel ist auf Terror begründet, im Gegensatz zu allen anderen Staaten dieser Welt, die kein Gewaltmonopol auf Leben und Tod besitzen, die friedlich, schädlich im Geiste von Völkerrechten Amnesty International begründet wurden, aber denen die Gewalt, die im Grundgesetz dem Volke niemals ausgeht. Rot gleich Braun also? Ja und nein. Denn die Konkurrenz der Genossen mit den Volksgenossen ist der Wettbewerb darum, wer der Erste sein darf, das Ungeheuerliche auszusprechen, dass sich die sozialliberale Mitte zurzeit, mit Ausnahme der Eigentumsbestien von Peter Sloterdijk, zurzeit zwar nicht traut, wozu sie aber durch die kommende Zusammenbruchskrise des Kapitals gezwungen sein wird. Denn längst beschwört die Wirtschaftspresse den nächsten schwarzen Freitag. Das heißt eine Krise, so die FAZ, die sich wie ein gefährliches Gift in einem Körper ausbreitet. Während sich doch die Deutschen und die FAZ nach dem echten Wert sehnen, mit eben all dem Faschofanatismus des Geldfetisch, den der Fetischismus gerade des Goldes immerhin und allemal hergibt. Als Rhetorik der Krisenangst ist der Antisemitismus längst in allen Köpfen griffbereit, auch als die panische Gier nach dem der Krise enthobenen, nach dem absoluten Wert, den das souveräne Gewaltmonopol garantieren soll. Hitler war eben auch der oberste Volkswirt aller Deutschen, als es in der Wolfschanze im Januar 1943 zu einer nationalökonomischen Debatte kommt von Hitler und seinen Schergen, fragen sich alle Ökonomen, wie kann es eigentlich sein, dass im Nazifaschismus mit dieser enormen Staatsschuld und mit diesem enormen Kaufkraftüberhang durch die angesparten Gelder, die nicht ausgegeben werden konnten, der Privaten, dass trotzdem keine Inflation ausbrach. Und der erste Volkswirt, der Deutsche sagte ganz klar, der erste und einzige und letzte Grund für die Stabilität der Markt ist das Konzentrationslager. Darauf wird geschielt und gehofft und gebetet, wenn vom echten Wert, dem absoluten Wert, der der Krise enthoben sein soll, die Rede ist. Der Liberalismus, der intellektuelle Sachwalter der gelingenden Akkumulation, produziert darin seine eigenen Extreme, seine Negation. Es ist seine politökonomische Logik, aus der die Nazis ihre Bilanz der großen Krise des Kapitals zogen. Damals druckte die NSDAP ein Aktionsplakat, das den sozialdemokratischen Reichsfinanzminister Rudolf Hilferding zeigte. Er war von 1928 bis 1930 als Sozialdemokrat Reichsfinanzminister. Als er Jude war, haben wir die Nazis reich ausgebeutet und noch umso mehr als Rudolf Hilferding vor dem Ersten Weltkrieg das sehr wichtige Buch Das Finanzkapital geschrieben hatte, was ein wichtiger Beitrag war zur lenischen Theorie des Imperialismus. Dieses Bild zeigte Rudolf Hilferding, wie er auf seinem Tisch in einer ungeheuren Masse von Geldscheinen wühlt, mit der einen Hand, und wie er unterm Tisch eine große Säule von Goldstücken aufbaut und zärtlich wegschält. Und unter diesem Plakat der NSDAP stand der Satz, die Arier hatten das Papier, die Juden aber das Gold und den Wert. Und eben aus diesen Symptomen folgt notwendigerweise die Denunziation des Zionismus, als wie einmal die spätere Mitbegründer der Tageszeitung Die Welt, diese Herr Wirsing schrieb,
die Nazis haben ja nicht nur ganz genau beobachtet, seit 1920, was tut sich in Palästina. Sie haben auch ihre Reporter hingeschickt, die so ergreifende Reiseberichte geschrieben haben, Reportagen geschrieben haben. Einer war jetzt bei diesem Herr Wirsing, der eben nach dem Zweiten Weltkrieg Mitbegründer der Welt wird. Der folgert eben aus seinen vielen Besuchen in Palästina, folgert er eben, dass der Zionismus, wie schon bekannt, zur Staatlichkeit unfähig ist. Das heißt, so unfähig, wie er schreibt, zu bodenständigem Bauerntum, rechtschaffenem Arbeitertum, wehrhaftem Soldatentum und ehrsamem Bürgertum. Kein Wunder also, dass, so Wirsing, dass die Araber mit dem anerkennenswerten Fanatismus einer echten Rasse ihrer Heimat schützen. Eben der Anschlag auf das arische Jerusalem wird abgewehrt werden. 1989, um zum Ende zu kommen, als die Wiedervereinigung der Antisemiten, BRD, die genötigt waren, mit Israel sich zu arrangieren, mit den Antizionisten, DDR, denen es nur erlaubt war, die Juden in Form von Zionisten zu hassen, unvermeidlich wurde, waren alle formellen Bedingungen der deutschen Souveränität wiederhergestellt. Bedingungen, die es möglich machen, Hitlers Testament zu vollstrecken. Das heißt, die Shoah durch ihre Vollendung, Überbietung und restlose Vollstreckung an Israel ungeschehen zu machen. Der Rechtsnachfolger rüstet sich auf, endlich wieder der komplette Gesellschaftsnachfolger zu sein. Denn erst der Tag, an dem es die Juden außer in den Geschichtsbüchern niemals wird gegeben haben, wird der Tag der vollendeten deutschen Revolution sein. So tritt das paradoxe Resümee erst jetzt zu, dass der Philosoph Erik Vögelin 1964 über das Verhältnis der Deutschen zu Hitler zog. Nichts gelernt und nichts vergessen. Das war das, was ich euch vortragen wollte. Und ich bin gerne bereit und fähig, willens in der Lage, in der Diskussion zu den einzelnen Punkten, insbesondere zu dem faschistischen Staatsbegriff, noch da und dort dies und jenes nachzutragen. Aber ich denke, dass eben das Zentralmotiv, das dem Antizionismus von Anfang an, von 1920, von dieser Hitlerrede an, motiviert war, das war die Klage, die Hitler in eben dieser Rede im Hofbräuhaus äußert. Er sagt, noch nie und nirgends hat es einen wirklich sozialen Staat gegeben, weil eben immer finstere Mächte, die das Parlament als zionistisches Territorium besetzen, interveniert haben, sodass die Revolution gegen die Juden, die Revolution für den deutschen Staat ist und dass man deswegen immer darauf hinweisen muss, denke ich, in der Kritik und in der Abwehr des Antisemitismus, dass der Antisemitismus nicht nur ein Verfolgungs-, ein Mordprojekt, ein Vernichtungsprojekt ist, sondern dass er auch eine Utopie, ein Versprechen für eben das Kollektiv ist, das dieses Verbrechen übt, nämlich dass es sich über das Verbrechen, durch das Verbrechen hindurch, selber in etwas anderes verwandelt, eine höhere Qualität erreicht, dass es das tausendjährige Reich ewiger gelingender krisenfreier Kapitalakkumulation unter dem Schutz des Staates auch wirklich betreten kann. Und das ist ein Versprechen, das während des Faschismus für alle Zeiten wahr zu werden schien, und dass der Führer durch seinen Selbstmord die Deutschen betrogen hat, aber damit einen Horizont eröffnet hat, einer negativen Utopie, einer Verschmelzungssehnsucht, die ungebrochen ist und die aus allen Kommentaren, Linken wie auch Rechten, zu der drohenden Wiederkehr, dem Zusammenbruch der kapitalistischen Revolution gehört. Und damit erst einmal danke für eure Geduld und dass ihr während dem Vortrag nicht zu viel geraucht habt.